Die Stimme für Erfolg heute mit der Schnapszahl 088. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Ja, hallo, ich grüße dich wieder im schönen Herbst, im goldenen Oktober. Und bevor ich es vergesse, möchte ich gleich mal sagen, ich habe ein goldenes Mittwochsangebot. Jetzt jeden Mittwoch im Oktober kannst du reingucken auf meine Seite stimmeklanghaltung.de und da gibt es ein Special für Menschen, die gerne ihre Stimme verbessern möchten. Ja, das war es mal an dieser Stelle und ja, heute habe ich ein Thema, das passiert dir sicher auch des Öfteren. Ich war heute so wütend, weil mein Drucker nicht ging. Er ging einfach nicht. Er ging schon, aber er hat immer das Papier falsch eingezogen und das war also wirklich über den ganzen Tag so. Ich habe ihn dann ausgemacht, habe ihn wirklich geboxt. Daraufhin hatte er ein komisches Geräusch gemacht und ich war so wütend und das hat sich auch auf meine Stimme gelegt. Das wird dir auch passieren, je nachdem, welche Stimmlage du gerade hast, also welche Gemütslage du gerade hast, wird deine Stimme sich dementsprechend äußern. Ich habe heute gemerkt, als ich so wütend war, dass die Stimme richtig fest wurde, so aggressiv, so böse, so tief, so sehr unangenehm. Und wenn man sich das überlegt, wie die Stimme reagiert wie ein Seismograph auf alle deine Stimmungsschwankungen, dann finde ich das schon ein faszinierendes Phänomen, was diese kleinen zwei Stimmlippchen für ein Theater machen können oder für ungewöhnliche Laute fabrizieren können, je nach Stimmung. Und da habe ich mir halt überlegt, ja, machst einen kleinen Podcast darüber, weil es mir heute wirklich sehr bewusst gemacht hat, wie Stimme ja sich nach außen verhält. Wenn du also, ich weiß nicht, wenn du wütend bist oder wenn du ärgerlich bist, sofort verhärten sich die Stimmlippen. Es ist ein richtiger Druck drauf. Während wenn du traurig bist, deprimiert bist, dann wird die Stimme ganz weich, dann wird sie so saft- und kraftlos, weil man sich ja auch innerlich hängen lässt. Es heißt also wirklich, wenn du, je nachdem, was du gerade für einen Part hast, mit wem du gerade sprechen möchtest oder welche Unterhaltung du führen willst, also dementsprechend richte dich wirklich mental und körperlich darauf ein, weil die Stimme überträgt es direkt. Die hat da gar keinen großen Filter, die macht es direkt, wie du dich fühlst. Du kannst natürlich, also wenn du Schauspieler bist zum Beispiel oder ich auch als Sängerin, man muss natürlich sich verändern können. Und je nachdem, wie man sich gerade verändert oder was man sich gerade vorstellt, verändert sich ja auch die Stimme. Das heißt auch, dass du doch sehr achtsam mit deinen Gedanken umgehen solltest, auch mit deiner inneren Stimme, wie du innerlich sprichst. Also es gibt ja so Situationen, wo du innerlich gerade platzen könntest. Du kannst es nicht nach außen zeigen, aber wenn du dann den Mund aufmachen musst, weil du irgendwas antworten musst oder irgendein Gespräch führen musst, dann wird man das an der Stimme merken. Das ist beruflich natürlich schon ein bisschen, ja, schwierig, weil wenn du gerade ein gefährliches Gespräch hast, wo du so eine Gratwanderung machst oder du hast einen Kunden vor dir, der dich zur Weißglut bringt und du musst aber trotzdem höflich bleiben, das bedarf schon einiger, ja, mentalen, aber auch körperlichen
Eingriffe und du musst dich da schon drauf einrichten. Also ich habe das heute gemerkt, ich bin dann fast geplatzt und dann habe ich gedacht, so, ich hatte Gott sei Dank kein Gespräch heute, kein Kundengespräch, auch kein Coaching. Heute war einfach ein Tag, Steuer, machte die Steuer, das bringt ja sowieso immer gute Laune mit sich. Und dann noch der Drucker, das hat mir dann schon gereicht heute, weil das einfach, das sind so Dinge, die müssen funktionieren. Also ein Drucker hat zu funktionieren. Der steht da, ist richtig angeschlossen, weil gibt es ja dann auch manche Bemerkungen, ja, du, vielleicht stimmt der Port nicht oder der Anschluss ist nicht oder vielleicht hast du Strom eingeschaltet. Ja, solche Dinge braucht man dann gerade, ne? Also dann wird das hebt die Stimmung, da wird die Laune immer besser und man könnte gerade eine Bombe irgendwo reinwerfen. Aber hilft ja nichts, man muss wieder runterkommen und die Stimme dankt es einem dann auch, aber sie wird, also ich merke das schon, sie wird wirklich sehr beansprucht, wenn du wütend bist, auch innerlich nur wütend bist, weil du einen immensen Druck aufbaust. Also ich jedenfalls, ich baue dann wirklich Druck auf, wenn ich sauer bin, wenn ich wütend bin und das merke ich schon dann auch an der Stimme. Ja, das war mir heute eine Lehre, dass man doch ja auch innerlich mit den Worten achtsamer umgeht. Denn du führst ja doch immer selbst Gespräche und dahingehend ist auch deine innere Rede entweder voller Emotionen oder sie ist ruhig. Auch wenn du zum Beispiel ja enttäuscht bist von irgendwas. Das merkt man an der Stimme. Bist du müde? Merkt man an der Stimme. Platzt du vor Energie? Merkt man an der Stimme. Die Stimme ist ein so irrsinniges, wie soll ich sagen, Gerät, das deine Stimmungen nach draußen trägt. Ohne Filter. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr gute Schule, um seine Gedanken zu zähmen, seine inneren, ja, Ansprachen, ja, auch zu überdenken und nicht einfach nur loszuplatzen oder wütend zu sein, so wie ich es heute wirklich war. Gut, es gibt ja Situationen, wo du einfach platzt oder wo es einfach wirklich dann reicht. Dann wird man laut, auch innerlich laut. Aber das muss mal sein. Aber im Großen und Ganzen, ja, sollte man schon überdenken, was man denkt, jetzt wirklich in diesem Sinne, und auch, was man dann nach außen bringt davon, was man innerlich denkt, was man innerlich fühlt, wie man sich innerlich fühlt, ist eine sehr gute Schule für einen selbst. Auch um Disziplin zu lernen. Auch um sich bewusst zu machen, was ist jetzt wirklich wichtig? War das jetzt notwendig, dieser Ausbruch? Oder war diese Depression jetzt wirklich notwendig, weil es wird ja wieder besser, es geht einfach wieder aufwärts? Dann fühlt man sich, dann befüllt man sich mit einer Riesenlast. Das muss nicht sein. Also von daher einfach immer mal überlegen, hat es jetzt Sinn, so entweder so auszuschlagen in die eine oder in die andere Richtung. Wenn du mit Menschen zu tun hast, in dem Moment ist es immer wichtig, dass man sich wirklich zurücknimmt oder nochmal runterholt, auf den Boden kommt, sich erdet, damit man nicht an der Stimme merkt, wie deine Gemütsfassung ist. Ja, das war heute ein kurzer Rückblick auf den heutigen Tag. Ich lache ja schon wieder, aber heute war ich wirklich mal ziemlich wütend und denke mal, die Sachen sollten halt funktionieren, tun sie aber nicht immer. So ist es. Sie haben halt auch ihr Eigenleben und mein Drucker ist ja schon auch ein bisschen betagt. Wahrscheinlich geht er jetzt schon auch am Gehstock oder so. Gut, ich will es ihm verzeihen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bring sie gut und erfolgreich durch oder hinter dich, aber noch hast du sie ja vor dir und mach sie so gut wie möglich, damit du
auch glücklich bist. Und das hört man ja dann auch an deiner Stimme. Und denk dran, schau morgen, nein, übermorgen am Mittwoch, ja, du hörst es morgen, genau, schau am Mittwoch auf meine Seite, dort wirst du mein Herbstangebot finden. Gut, also bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Tschüss. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.